Heute beschäftigen wir uns mit dem Admiralsystem. Dieses wird mit Level 52 freigeschaltet. Beim Admiralsystem werden Schiffe, die man im Besitz hat, zu Karten umgewandelt, die man via Admiralsystem dann auf Missionen schicken kann. Dazu muss man wissen, erst ab Level 52 werden Schiffe in Karten umgewandelt. Vorher werden alle Schiffe, die sich im Trockendock oder in der Schiffswerft befinden, nicht in Karten umgewandelt. Das heißt, sollte man vorher Schiffe wegschmeißen, werden diese nicht bei Level 52 in der Kartenerstellung berücksichtigt. Auch Schiffe, die im Trockendock liegen, werden nicht bei der Kartenerstellung berücksichtigt. Nur Schiffe, die sich in der Schiffswerft befinden, werden berücksichtigt. Daher sollte man alle Schiffe, die man im Trockendock hat, zuerst in die Schiffswerft verschieben und dann wieder zurück. Man bekommt auch eine Meldung, dass die Schiffe sich in die Admiralität eingegliedert haben. Beim Admiralsystem kann man seine eigenen Schiffe, die man im Besitz hat, auf Missionen schicken. Diese Missionen bringen verschiedene Boni und Belohnungen. Zum einen kann man sogenannte Pass-Token bekommen. Mit diesen lassen sich einige Missionen überspringen. Als Belohnungen gibt es zum Beispiel Erfahrungspunkte, Energiecredits, Latinum, Dilithium und andere Dinge, wie zum Beispiel Schiffe, die man allerdings nur ein einziges Mal benutzen kann. Viele, die das Admiralsystem zum ersten Mal benutzen, denken, dass die Schiffe, die man ihnen schenkt, tatsächlich fliegbar sind, sich also in der Schiffswelt befinden. Das ist falsch. Schiffe, die man in der Admiralität bekommt, bleiben auch in der Admiralität und können nicht selbst geflogen werden. Die Admiralität ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Diese Bereiche umfassen die einzelnen Machtblöcke in der Galaxie. Momentan gibt es nur vier: die Föderation, die Klingonen, die Romulaner und die Ferengi. Diese sind in 10 sogenannte Touren, Tours of Duty, unterteilt. Dies kann dazu genutzt werden, um besondere Belohnungen zu kassieren. Bei jedem voll abgeschlossenen 10. Bei jeder voll abgeschlossenen 10. Duty Tour bekommt man dann große Belohnungen. Bei der Föderation wären das 2 Spezialisierungspunkte, bei den Klingonen und bei den Ferengi wären das je 30.000 Dilithium und bei den Romulanern bekommt man 4 romulanische Universal Tech Upgrades. Diese Upgrades verbrauchen kein Dilithium. Im sogenannten Ship Roster findet man alle Schiffe und Runabouts oder Shuttles, Fighters und so weiter. Jedes dieser Schiffe hat spezielle Fähigkeiten, wie zum Beispiel erhöhte kritische Chance, die Werte um 10 zu erhöhen oder alle Event-Modifikationen zu ignorieren. Zudem sind diese Schiffe in verschiedene Seltenheiten kategorisiert. Von weiß, also über normal,
Grün, Blau, Lila, Ultraviolett und Gold sind alle Seltenheitsgrade. Vorhanden. Es gibt einige goldene Schiffe. Diese goldenen Schiffe erhält man nur, wenn man alle 10 Levels der Admiralität abgeschlossen hat. Zum Beispiel Quarks Triumph bekommt man nur, wenn man die Ferengi-Allianz auf Level 10 gebracht hat. So, dann. Schiffe, die man nur ein einziges Mal benutzen kann, haben hier hinter dem Schraubenschlüssel, wo bei normalen Schiffen die Cooldown-Zeit ist, bevor man sie wieder neu benutzen kann, nur ein rotes X. Das heißt, wird dieses Schiff einmal benutzt, verschwindet es und kann nie wieder benutzt werden. Unter den Requirements hier steht, welche Werte man mit einbringen muss, um erfolgreich diese Mission abschließen zu können. Hier oben sieht man die Erfolgschance und darunter die kritische Erfolgschance. Die kritische Erfolgschance gibt an, ob man noch Bonusbelohnungen bekommt. Hat man die Schiffe so ausgewählt, dass man alle Punkte abhakt, hat man hier oben eine 100%ige Erfolgschance. Natürlich ist es möglich, bestimmte Schiffe für die jeweiligen Bereiche hier anzuwenden, wie zum Beispiel Technik, Taktik und Wissenschaft. Es ist aber auch möglich, sehr mächtige Schiffe wie etwa Titanius zu benutzen. Die gibt durch ihre spezielle Fähigkeit 50 plus alle Werte, wenn sie alleine ist. Ja, das ist im Prinzip eigentlich das Admiralsystem. In diesem System kann man sehr gut Dilithium, Erfahrungspunkte und auch andere Sachen farmen.